Sulemani mira miralem. Hey brate, thank you for everything. Thank you for the assist, because of you I scored a lot of goals for Ibe, and it was a pleasure to play with you. So I wish you all the best for the rest. Big kiss to your family. Take care of you. I love you. You know that. Ich liebe dich. And see you soon. Ciao, brate. 28. April 2018, 89. Minute. Miralem Sulemani auf der linken Seite, Flanke auf Guillermo Haro auf den Kopf, Vorlage für Jean-Pierre Nsame. Und das ist der Siegestreffer zum 2:1 gegen Luzern. Das ist der Meistertitel nach 32 Jahren. Das ist der größte Moment auch in meiner Karriere. Auch für dich, denke ich, ein unglaublicher Moment, lieber Suki. Ja, ich bin ein bisschen emotional, weil es wird mich immer berühren. Lieber Suki, deine Karriere bei Young Boys Bern geht nach 7 Jahren zu Ende. Du hast 14 Titel geholt bis jetzt in deiner Karriere. Davon hast du 5 in der Schweiz gemacht mit Young Boys Bern. 4-mal Schweizer Meister, sogar 2020 hast du das Double geholt mit Jerry Seoane als Trainer. Großartiger Erfolg in Bern. Für mich bist du, lieber Suki, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Linksfuß, den ich jemals trainiert habe. Natürlich mit Filip Kostic zusammen, der auch ein guter Freund ist von dir. 2 Serben mit einem unglaublich guten linken Fuß. Sportlich, wie gesagt, Suki, sensationell, was du geliefert hast. Aber was für mich auch wichtig ist, was ich dir an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass ich einen Miralem Sulemani kennengelernt habe als unglaublich tollen Menschen, der großzügig ist, der tolerant ist, der ein Mannschaftsspiel ist, der das Herz am richtigen Fleck hat. Lieber Suki, ich weiß nicht, was deine Zukunft bringt. Ich wünsche dir für dich, deiner Frau, deine lieben Kinder alles, alles Gute. Bleib gesund, bleib so, wie du bist, und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Liebe Grüße, dein ehemaliger Trainer. Suki, my friend, wir haben in den letzten Jahren unheimlich viele schöne Momente zusammen erleben dürfen. Und nebst all den Erfolgen, die wir zusammen dürfen feiern, werde ich mich nicht nur an die überragende linke Fuß erinnern, nein, vielmehr werde ich mich an dich erinnern als überragender Typ mit einem ganz, ganz grossen Herz, und so werde ich dich genau hier behalten. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg nur das Beste und dass alle deine Wünsche an dir Erfüllung gehen. Suki, mach's gut und bis gleich. Suki, brate moi, where should I start? I mean, an incredible time comes to an end. At this great club, you've been such a great asset to the team. In a dressing room, there couldn't be a nicer guy than you. And on the pitch, don't have to mention it, your left foot is just magical. And you've given me so much, you've given the club so much, you've given the fans incredibly much. They love you as much as you love them. And I think the only thing we can do is just say thank you from the bottom of our hearts for everything you've done, for the way you are, for the way you've been with everyone, whether it be staff, the cleaning department, the fans, just everyone. You've been such a nice guy and an incredible teammate, an exceptional footballer, and for all of that we would like to say thank you, and I wish you all the best for you and your family, for the next path you will take, and just have to know you've got a friend and a family within Young Boys for yourself. Bye, brate. Liebe Suki, eine Videobotschaft auch von mir. Nach wunderbaren Jahren in Bern geht diese Zeit dem Ende zu. Wir durften 3 wunderbare Jahre miteinander erleben. Wir haben tolle Erfolge gehabt. Ja, es war sehr angenehm, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich bin extrem dankbar für diese Zeit. Ich habe noch einen Freund mitgenommen, der dich auch schnell begrüßen möchte, weil er behauptet, er ist der beste Linksfuß in Bern und nicht du. Hey Suki, hi! Auch ich möchte mich herzlich bedanken bei dir für die 2 Jahre, die ich mit dir zusammenarbeiten durfte. Wir haben zusammen 3 Pokale in die Höhe gestemmt und dafür bin ich sehr dankbar für diese Zeit. Ja, wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste. Wir hoffen, dass du, wenn du noch Kraft und Lust hast, noch ein paar Freistöße bei einem anderen Team machen kannst. Und wenn es nicht weitergeht, dann geht das Leben weiter. Wir wünschen dir alles Gute, viel Gesundheit, bleib gesund, und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen mit dir. Ja, wenn du irgendeinmal etwas brauchst, wir sind zu deiner Verfügung. Irgendeinmal werden wir einen Freistoßtrainer brauchen in unserem Staff. Spätestens dann melden wir uns bei dir. Alles Gute, wir wünschen dir eine tolle Zeit. Mach's gut, tschüss. Ciao. Ich weiß gar nicht recht, wo ich soll anfangen. Es gibt so viel zu erzählen. Suki,
Ja, zuerst mal ein riesengroßes Dankeschön, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist für mich wirklich einer von diesen Menschen, den ich ja, mein Leben lang nie wieder vergessen werde. Einerseits der sportliche Aspekt, aber andererseits auch ganz klar das Menschliche. Ein Mensch mit so viel Empathie. Ja, du gibst jedem so viel. Du wirst das letzte Hemd geben für jeden, egal wie gut du ihn kennst. Das sind Eigenschaften, die ich extrem schätze. Ich habe so viel von dir lernen. Sportlich wie auch menschlich, da gibt es für mich ganz, ganz wenige, die nur schon annähernd an dich herankommen. Ja, ich wollte dir einfach Danke sagen für alles, was wir zusammen erlebt haben. Es war eine unglaubliche Zeit gewesen mit all diesen Titeln, die Erfolge, die wir zusammen feiern durften, auf und neben dem Platz. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich könnte noch wirklich Stunden in diesem Sinn weiterreden, aber das Video müsste irgendwann auch mal zu Ende kommen. Ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg von Herzen nur das Beste. Wenn einer ja, das Beste von dieser Welt verdient hat, dann du. Viel Gesundheit für dich, für deine Familie. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Brate, ich wünsche dir wirklich nur das Beste und danke für alles. Ich habe es wirklich sehr, sehr genossen, mit dir in einer Mannschaft zu spielen. Lieber Suki, ich möchte mich auf dem Weg ganz, ganz herzlich bei dir für die 3 gemeinsamen Jahre bedanken. Es sind zwar in Anführungszeichen nur 3 Jahre gewesen, trotzdem hat es sich definitiv noch mehr angefühlt. Wir haben in diesen 3 Jahren auch 3 Titel zusammen können feiern und ich habe gemerkt, zum einen, was du für einen überragenden Fußballer bist auf dem Platz mit deinem linken Fuß. Was mir aber sicher am meisten wird fehlen, ist auch deine menschliche Seite in der Kabine. Du hast, glaube ich, gezeigt, dass man trotz einer grossen internationalen Karriere mit vielen Titeln unglaublich bodenständig kann sein, unglaublich hilfsbereit kann sein und sich immer in Dienst der Mannschaft stellt. Und das, glaube ich, rechnet dir sehr, sehr viele Personen völlig zu Recht hoch an. Und du hast dir den besten Abschluss verdient, den man sich vorstellen kann. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund, bleib so, wie du bist. Und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder im Wankdorf. Liebe Grüße und take care. Hermano, ciao Suki. Alors, je sais, c'est ton dernier match avec IB, ta dernière saison. Moi, je voulais juste te dire un immense merci, vraiment, pour tous les conseils que tu m'as donnés, pour aussi l'aide que tu m'as apportée. Je suis arrivé à Young Boys, j'étais un jeune joueur et avec tes conseils j'ai progressé beaucoup et tout simplement merci, tu sais que tu es une légende à Young Boys, tu resteras une légende et tu sais comment je t'appelais, El Craquito, El Crack. Donc bonne chance à toi pour la suite de ta carrière et puis tu sais que on reste en contact et puis je vais te dire à bientôt. On s'écrit de toute façon. Ciao Hermano. Hi Suki, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Was bleibt unbedingt bei uns, es ist deine Bescheidenheit, deine Liebe auch. Du bist wirklich ein sehr, sehr guter Typ, weißt du von ersten Tag, wie ich dich schätze. Beste Moment auf dem Platz für mich, klar. Beste Erinnerung, 28. Eine super Flanke für Waro, Ensame und danach die ganze Stadion, ganze Bern hat explodiert. Für das bleibst du in unserem Herz für immer. Klar, diese 7 Jahre sind eine so große Geschichte. Nicht nur eine fußballische Geschichte, aber auch eine Lebensgeschichte. Für das bist du für uns immer hier in unserem Herz. Alles Gute, Suki. Lieber Suki, 7 Jahre bei IBE, 4-mal Schweizer Meister, 1-mal Cup-Sieger. Ja, was brauche ich dazu noch zu sagen? Du hast uns alle entzückt mit deinem linken Fuß, mit deinen Freistoßtoren, mit deinen Pässen, mit deinen Schüssen. Und für das will ich dir einfach nur gratulieren. Von meiner Seite aus möchte ich dir herzlich danken für all die Unterstützung in diesen Jahren. Du hast mir immer Ratschläge gegeben, was ich gut mache, was ich besser machen kann. Und für das möchte ich dir einfach Danke sagen. Danke für die super Zeit, die wir zusammen hatten. Ja, für das einfach Danke, Danke, Danke. Und ich werde natürlich auch nie vergessen, wie du mir, als ich das erste Mal in die erste Mannschaft kam, die neuesten Adidas-Schuhe bestellt hast. Und dann hatte ich, ja, wie allen anderen, die neuesten Schuhe. Und ja, das hat mich beeindruckt und für das bin ich dir dankbar.
Und jetzt wünsche ich dir für deine restliche Karriere nur noch das Beste, auf ganz viele schöne Freistoßtore, auf schöne, schöne Pässe mit deinem super linken Fuß. Und bleib gesund, nur das Beste für dich und bis bald. Ciao, ciao. Hi, Suki. My friend, you already know what I think about you. But I can still remind you one more time. Brate, you are an amazing player, an amazing person. For me, it was really a pleasure to play with you. Thanks for the advice you have given to me. I wish you all the best, Brate. You and your family. Peace. Hey, Suki, my friend. Idemo, Brate. Hey, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Aber vor allem möchte ich Danke sagen. Danke, dass ich mit dir im gleichen Team spielen durfte, mit deinem unglaublich linken Fuß, voller Rist, Innenrist, aber vor allem Außenrist. Danke, dass du ein unglaublich toller Mensch bist. Big heart, my friend. Und danke, dass du am 28. April 2018 mit mir bis 8 Uhr morgens gefeiert hast. Das werde ich nie vergessen. Hey, Legende, see you soon. Love you. Ja, der Suki ist einer der ganz grossen Spieler in der Vereinsgeschichte des BSC IB. Er ist eine wahre Legende. Ich bin stolz, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein ganz wichtiger Baustein war bei den ersten Meistertiteln. Einer von diesen Spielern, der 4 Titel geholt hat. Was ich nie wieder vergesse, ist sein linker Fuß. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war im Stall im Trainingslager. Da hat man sofort gesehen, das ist Magie, pure Magie. Er kann den Leuten das Lachen auf das Gesicht zaubern. Ich weiß nicht, ob ich jemals so einen linken Fuß gesehen habe. Ich war auch linksfüßig, aber leider nicht so begnadet wie er. Und das andere ist sicher der Mensch. Der Suki war nie ein Spieler, der in der Kabine zu Wort gegriffen hat und Tacheles geredet hat. Aber er war ein menschlicher Leader. Er ist ein sehr feinfühliger Mensch, der gespürt hat, gerade bei den jungen Spielern, wenn sie mal eine Umarmung gebraucht haben in einer schwierigen Situation. Er hat zu allen geschaut und sowieso als Mensch, muss ich sagen, ziehe der Hut sicher vor dem Fußball, aber gerade mindestens so vor dem Mensch, weil ich finde, bei IB keine einzige Person, die irgendetwas Schlechtes über den Suki redet. Und er wird dementsprechend auch immer wieder offene Türen hier vorfinden. Wir werden immer Freude haben, wenn er wieder mal auf Bern kommt und kommt vorbeischauen kann. Für mich ist er eine der grössten Legenden von diesem Verein.